Ja, hier ist Ino aus Emden. Ich bin schon häufiger angesprochen worden, ob ich nicht mal ein Video über das Melken bei uns drehen könnte. Zunächst möchte ich euch unseren Melkstand etwas näher vorstellen. Den haben wir vor circa 5,5 Jahren umgebaut. Und da möchte ich euch gerne mal zeigen, was das so für Änderungen auch von sich gegeben hat. Wir haben vorher in einem Doppel-5er Fischgrätenmelkstand gemolken. Wir haben beim Umbau die Melkgrube wesentlich schmaler gemacht. Das sieht jetzt auch vielleicht sehr eng aus, auf 1,35 Meter. Vorher waren es über 2 Meter. Dadurch hat sich die Standfläche der Kühe, vorher standen die Kühe relativ gerade und wurden auch von der Seite untergesetzt. Jetzt stehen die Kühe in einer, man spricht davon, einer steilen Fischgräte. Das heißt, sie stehen relativ steil nebeneinander mit einem Abstand von nicht mal 90 cm. Man kann noch erkennen, wie vorher die Fliesen aussahen. Da haben wir dann eine rutschfeste Gummimatte drüber gelegt. Ja, wie das eigentliche Melken funktioniert, zeige ich euch dann gleich im Folgenden. Ja, so, jetzt können wir mit dem Melkvorgang beginnen. Ich lasse jetzt erstmal die erste Gruppe rein. Da muss ich hier vorne die Tür schließen und hinten die Tür aufmachen. Und wenn wir dann Glück haben, dann kommt auch die erste Kuh schon rein. Wichtig beim Melken ist, dass man die Ruhe behält. Ja, dann beginne ich mit dem Vormelken. Das heißt, ich muss mindestens 3 Striche, sagt man, also 3-mal die Melk rausmelken. Und man kann dann auch auf diesem schwarzen gut sehen, wenn da mal Veränderungen in der Milch sind. So, als nächstes müssen wir die Zitzen sauber machen. Dafür haben wir Eutertücher, Papiertücher. So, das Ansetzen soll möglichst ohne viel Luft ziehen geschehen. Ja, dadurch, dass die Milch natürlich jetzt durch die Zitzenöffnung rausgekommen ist, ist die Zitzenöffnung natürlich auch noch offen und offen für Keime. Da wird die Zitze jetzt gedippt mit einem Jodmittel, damit eben keine Keime reinkommen und die Zitze auch nicht spröde wird. Ja, so ist der Melkprozess jetzt beendet und die Gruppe kann rauslaufen. Wir melken ungefähr 100 Kühe. Das heißt, 5,5 Durchgänge. Ein Durchgang dauert ungefähr eine Viertelstunde. Das heißt, wir sind mit dem ganzen Melken so spätestens nach 1,5 Stunden fertig. So, das war es dann auch wieder mal. Ino aus Emden.